Ne, das passt mir ja jetzt gar nicht, dass ich ja nach meiner Zeit früh am Morgen jetzt hier ohne Kaffee gerade erst aufgestanden, noch gar nicht so richtig da bin und dann dieses Spiel hier spiele. Was ist denn jetzt? Das ist ein schlechtes Omen. Warte mal. Was macht denn der? Hä? Oh, Leute, erschreckt mich doch nicht so, der hat irgendwas nachgeladen. Geht doch schon gut los. Mach's mal Kaffee. Moment. Wir sind hier zu der Kreuzung gefahren. Hatten geschlafen, oder? Hier will ich ein bisschen gucken. Ich brauche Waffen. Dann gucke ich jetzt hier drüben. Ja, ich habe ein schlechtes Gefühl. Da war jetzt Borderlands eher was für mich. Zum Munterwerden. Ja, wir probieren's. Hier ist doch schon wieder einer drin. Oder hinterm Haus. Nee, hier drin. Jetzt greift doch mal die alte Elfriede hier an. Da ist nichts. Macht ja mehr Schaden. Naja. Hä? Nee. Hier. Mein Guter. Den nimmst du? Hat er denn? Stell dir mal vor, du siehst jemanden mit einem Topf auf dem Rücken. Was ist denn das? Obwohl, Flasche leer. Warte mal. Ey, wir haben noch nicht mal einen Rucksack oder so. Jetzt füllst du dir die Flasche ab. Die nehmen wir nämlich mit. Hier ist doch nichts. Oh. Hier ist was. Abgehakt. Erstmal. Da komme ich wieder. Nicht rein. Wow. Ich sehe alles. Scheiße. Den großen hier unten warmer, gell? Naja. Guck ich mir die zwei hinteren jetzt an. Wie ein graziles Reh über den Zaun. Ich höre schon wieder ihn. Aber wo? Hä? Wo denn? Oh, hier sind doch 100 um der Ecke. Pass auf. Nee. 100 drinne? Die sind ja drinne, gell?
natürlich. Jetzt pass auf. Die lesen wir. Ey, das müsste ich auch mal können. Ich nehme so eine Karte. Gucken wir die kurz an. Alles gespeichert. Alles. Jedes Haus, alles gespeichert. Der weiß das jetzt. Das ist der beste Mann. Ja, Projektion, wo jetzt so realistisch bist du nun auch wieder nicht, gell? Ah, Moment. Oh weh, du blöder Stein. Mach mal hier auf. Jetzt guck mal, jetzt finden wir was. Pass auf jetzt. Jetzt knallt es hier nämlich. Siehst du? Sehr gut. Oh. Mann. Ey, jetzt kommt ein Alarm, pass auf. Das weiß jeder. Da kommt er. Man sieht ihn ganz dezent in den Schatten. Den blöden Wärmer. Hä? Bist du nur dumm? Na klar ist der dumm, es ist ein Zombie. Wir machen jetzt Risiko. Pass mal auf, das ist eine ganz dumme Sache. Der klopft noch, gut. Oh. Oh, das war knapp. Da war nämlich noch einer drin. Habt ihr gesehen, wie der gerade noch mich schnappen wollte? Ne, jetzt. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Ich muss das Haus lassen. Ich sehe ja nichts. Jetzt gucke ich mal hier. Das ist doch Wahnsinn, was der OW schon wieder hier treibt. OW, denk dran. Ein Fehler und du fängst von vorne an. Da ist ein Lichtschalter, warte mal. Hier an der Wand, nee, da. Okay. Wenn's eh mal nicht aufgeht, da brauchst du nicht 5 Jahre weiter ruppen. Du Blödmann. Jetzt klappe ich das Ding ein. Oh! Verstehst du? Durchklettern. Hier ist immer drin. Die Frage ist nur. Oh! Bist du hier drin? Nee. Bist du hier drin? Mach die Tür nach draußen auf. Och, oh weh. Hä, was ist denn das für ein Haus? Wo ist denn hier der Lichtschalter, du Aladdin? Was ist denn das? Oh, hier. Hä? Ich hab's doch gesehen, du Blödmann. Hier steht eine Müsli-Schachtel drauf. Kann ich die nicht nehmen? Oh, hier. Essen. Oh, Suppe. Ja, aber die dauert wieder so lange, gell? Dosenöffner. Oh ja. Oder hatten wir schon einen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Weil, wie gesagt, Projekt Zomboid läuft dann erstmal aus, wird pausiert. Wenn ich jetzt nochmal sterbe oder so. Oh, hier ist es wieder. Hier dein Lieblingsessen. Ungekochte tote Maus. Willst du dir die machen? Ja? Guck mal, du heulst doch eh schon wieder rum. Ja, das machst du bald wieder. Du willst das essen. Du willst die pelzige, stinkende Maus dir in die Backe schieben. Was will der machen? Der steht auf so eine perverse Scheiße.
Ich hake's ab. Ja, da ist noch Essen drin. Aber es respawnt ja auch noch. Wie habe ich es denn eingestellt? 7 Tagen? Der OW, 7 Tage, so lange überlebt er ja nie. Der spinnt schon wieder. Der träumt sich schon wieder was zusammen. Hier habe ich keine große Klappe bei dem Spiel. Wie bei Borderlands. Hier habe ich richtig Respekt. Das Spiel macht mich zeitweise richtig fertig. Ja, oben ist noch eins. Okay, eigentlich könnten wir jetzt... Ich will eine Basis. Ich will immer eine Basis und krieg's... Du weißt schon, dass neben dir ein Fenster offen ist, du blöder Stein. Ich will's nochmal gesagt haben. Tschüss. So kriegst du kein lecker OW. Nein, nein. Warte mal. Guck mal ein bisschen mehr. Nö. Oh, nö. Guck mal, wie die schlafen, gell? Komm, wir fahren ein Stück weiter. Das ist hier dumm. Ich höre ihn. Hier. Oh, der hat eine Axt. Dich muss ich... Ey, du alte Mutti. Dich muss ich leider mal schmieren. Verstehst du das? Du hast genau das, was ich gesucht habe. Eine scheiß Axt. Jetzt habe ich hier die große Schnauze. Um Gottes Willen, nein. Ey, hier ist ja offen. Ey, da war ich drinne, oder? Nee. Oder ich war drin und weiß es nicht. Nee. Ey, hier liegt was. Eine tote Maus. Nee, eine tote Ratte. Noch besser. Oh ja. Garn. Hab ich auch noch nie gefunden. Ist aber Schrott. Warum ist das hier Schrott, die Stricknadeln, aber der Garn ist ein Material? Ich hätte spätestens jetzt gedacht, du kannst irgendwie die Klamotten nähen. Also mit den Klamotten, das weiß ich auch noch nicht. Sterile Stofffetzen, 7. Und die... Oh, hier eine Konserve, die sehe ich. Du musst halt, das habe ich mir jetzt angewöhnt... Nebenbei die Umgebung mit beobachten. Wenn hier was rumliegt. Guck mal, hier kann ich jetzt sagen, da liegt eine Seife. Ein Schwamm. Gell? Pass auf. Hier. Das missachte ich auch immer und klicke dann nur die Schränke durch. Aber Seife. Damit wäscht man sich schneller. Wollen wir das mal machen? Guck mal. Hä? Waschen. Nehmen. Warte mal, oder muss ich... Primär aus. Sekundär aus. Ist egal. Hallo? Waschen. Du selber. Nee, nimmt der jetzt die Seife? Wie geht denn das? Oh, da musst du da auch mal daran probieren. Leute, mach doch nicht so ein übelstes Günstwerk aus dem Spiel. Wie mit dem scheiß Topf und mit dem. Übertreib's mal noch. Ich hab Seife, jetzt lass mich das mal machen. Zeig mal. Er hat das gemacht. Okay. Also musst du die nur im Inventar haben. Jetzt wäschst du auch nochmal deine Kleidung. Komm, mein Bruder. Ey. Wisst ihr, was wir gar nicht finden werden? Bei den Einstellungen jetzt alles auf sehr selten. Antibiotika. Wenn wir wirklich mal so eine scheiß, richtig krass infizierte Wunde haben. Okay. Verstehst du? Da haben wir ein Problem. Ey, das werden wir doch nie finden. Oder? Ey, weißt du was? Ich lasse jetzt die blöden Teppe da. Okay. Oh, Jackpot für uns. Ist da eigentlich auch Flüssigkeit drin? Ah, da bin ich gleich wieder voll, du Aladdin. Ah. Eispickel. Ich nehme die Waffen mit. Weil wir werden ja so viel Zombies töten. Ich muss hier erstmal jede Waffe mitnehmen. Ohne Scheiß. Wir müssen Gebiete auch klären. Das bringt ja nichts.
Weißt du? Und das sind. Guck mal, wir hatten die Einstellung mit den Zombies 0.2, also von dem Multiplikator. Da waren ja manche Gebäude trotzdem voll mit Zombies. Locker über 100 Zombies. Jetzt spielen wir auf 0.5. Du siehst ja, was hier zeitweise schon los ist. Für mich ungewohnt. Manche lachen. Die sagen, wie spielt denn der? Der kann doch nichts, der weh. Was ist denn das für ein Loser? Ah. Ja, ist so. Bei dem Spiel bin ich dumm. Aber es macht's auch spannend. Verstehst du das? Ja, da weiß ich nämlich, was hier los ist. Comic-Heft. Nee, du sammelst jetzt nicht so einen Müll, komm. Du sammelst jetzt nicht so einen Müll. Und nimm mal bitte eine Waffe ran. Wenn dich wieder inner überrascht, stehst du wieder blöde da. Oh weh, gell? Schön in der Toilette. Reinige ich meine Stofffetzen? Weil. So werden die erstmal richtig sauber. Gell? Ja, schön. Gell? Ha, hier ist nix. Hier ist nix, mein Guter. Schleich mal raus. Ist der dumm. Das musst du auch mal bringen. Rennst einfach. Oh, ich muss mich beeilen. Ich muss schnell zur Arbeit. Hier, mein Chef, der schimpft mich wieder. Und rennst erstmal gegen die Wand. Koma. So, das war's. Und da nützt das auch, wenn der Chef dich dann feuert, nützt nichts mehr. Wie ein Bekloppter rennt der hier rum, der OW. Da kannst du froh sein, dass das nicht. Das nehmen die bestimmt noch rein. Dass man davon Schaden kriegt. Ey, wie oft ist mir das jetzt schon passiert? So, hier unten ist mein Auto, mein Matchbox. Mein kleines Bobbycar steht hier unten rum. Jetzt müssen die Zombies mich fürchten. Ich bin der Eberhard. Und ich werde euch hier mal Manieren beibringen. Ist das ein Zombie? Ich sehe hier nichts. Hä? Ich hoffe, wir sind safe. Ich räume jetzt nämlich erstmal schnell mein Zeug ein. Mach mal so hier, mein Guter. Da sehen wir auch unten ein bisschen was. Schneller. Ich muss es ja einzeln machen. Wenn ich alles rein tue, fange ich an, alles wieder auszurüsten. Verstehst du das? Oh, wie viele Batterien haben wir? Haben wir schon Dosenöffner? Nee. Ey, weißt du was? Du ruchst jetzt kleiner eine. Mein Guter. Pickel. So, jetzt rauchst du eine, weil du es kannst. Musst du auch. Der ist ja schon wieder aufgewühlt. Muss eine rauchen. Da dreht er völlig am Rad, der Junge. Ja. Nimm mal eine. Eins. Ich will doch kein Feuerzeug einstecken, du Blödmann. Oh, Quietscheenden. Ja, Quietscheende. Die kann man sich nämlich als Deko so hinstellen und drehen in der Basis. Ich will sowas sammeln. Das beruhigt. Sag mal. Hä? Nein. Hä? Oh. Wir haben kein Feuer mehr. Der Arme. Der sucht ja doch hier irgendwie zwei Feuersteine. Oder mach sie an zum Herd an. Geht das? Wir fahren weiter. Komm. Ey, jetzt schneidet sich das richtig ein, gell? Weißt du, was du aber machst? Du machst jetzt hier mal das Licht an. Guter Junge. Oh nö. Fahren mal bis zur nächsten Kreuzung. Da kommt was Großes.
Ey, da sind doch bestimmt 50 Zombies drin. Erzähl mir doch nix. Hier und dem Lappen. Was ist denn das? Oh nö. Oh oh. Weg, weg, weg. Wir klettern jetzt hier drüber. Wetterblocker. Alles durchgucken, du weißt ja nie, wo was spawnt, gell? Wie in jedem Spiel. Hallo? Oh, hier ist er wieder. Deine Freundin, die tote Ratte. Tote Ratte, schön. Schön lecker. Schön kauen musst du die. So wie sie ist. Was soll denn das sein? Was ist denn das? Hier könnte ich versuchen rein, oder? Ich weiß es nicht. Moment. Oh, Silent Hill, gell? Da sind sie. Ja, komm mal einzeln, mein Guter. Komm du mal her. Oh, nicht, dass hier irgendwelche kommen. Wollen wir eine Kellnerschürze anziehen? Mach mal. Jawohl. So sieht der Retter der Welt aus. Gucke mal. Ah, nee, das will ich nicht haben. Komm. Komm, tu's mal weg. Jetzt gehen wir hier rein. Nicht. Soll ich es einklappen? Ich gucke erst mal in die Autos. Ja, ist klar. Ich gucke nicht in die Autos. Ey, guck mal, ohne Scheiß, selbst hinter den Bäumen, du hast ja hier nicht richtig ein Sichtfeld. Könnte jetzt eine Mini-Horde stehen und du triggerst die jetzt. Ich gehe hier rein. Ja, warte, wir gucken erstmal. Was ist denn da? Ist ein Restaurant. Ich sehe erstmal nichts. Da hinten ist Pizza. Oh, hier müssen wir rein. Eine Pizza will der Guter jetzt haben. Ah, komm, wir gehen hier rein. Man muss immer mitfühlen hier alles. Ach, oh weh, du bist schon wieder ein Stein. Hä? Ich hab sterile Stofffetzen, du Aladdin. Wo sind denn die? Oh, nö. Wo sind meine sterilen Stoffhetzen? Du Blödmann. Weg! Zerbrochenes Glas entfernen, schnell! Durchklettern! Oh nein! Wo sind meine sterilen Stoffhetzen? Jetzt muss ich gucken. Hab ich die abgelegt, du Blödmann? Oh nö! Ich muss gucken. Ja, du Blödmann. Schnell, nimm sie mit. Jetzt mache ich die weg. Ja, komm mal einzeln. Nee. Du scheiß Werner, ey. Oh, hier, der Geile. Oh, du warst so sexy.
Es tut mir leid. Ja. Best Point. So, der merkt sich. Moi, Karte eingescannt. Ich brauche sie nicht mehr. Das ist ein Zauberer. Das war noch mehr. Komm. Hä? Na hier. Komm mal her, du Blödmann. Nö. Dann lass mich. Ey, der hat Durst. Wir müssen jetzt hier rein. Du blöder Eberhard. Der klappt ja immer noch an die Tür. Ich geh jetzt hier rein. Mach jetzt hier einen Zugriff. Oh, gib mir mal ein Stück Kaffee, ich werde langsam unter, weil das so spannend ist. Oh. Komm her, du Blödmann, komm her. Kuckuck, Elfriede. Ja, guck dir an. Ist der nur dumm? Immer schön mit dem Kopf gegen die Wand. Da ist so schon nicht mehr viel. Der macht den Rest auch noch kaputt. Oh, wie sie fressen hier hinten. Hörst du das? Ja, jetzt mache ich den erstmal kaputt. Hallo. Du hässlicher. Jetzt mach den doch mal kaputt, den Aladinier. Oh, der hat meine Hosen an. Solche habe ich nämlich. Ich mag ja so abgedrehte Kleidung. Ich bin die männliche Harlequin. Ey, das ist doch die ganze Mali, die mir haben, gell? Kommt der nächste. Weißt du was, jetzt hab ich die Faxen, Dick. Jetzt nimmst du die Axt und hackst den die Rübe runter. Gell? So, euch zwei werde ich ja nur auch noch packen, gell? Liegen bleiben, Fritz. Du spinnst wohl langsam. Hausschlüssel. Na, jetzt brauchst du ihn zwar nicht mehr, aber ich nehme ihn mit. Hallo. Ich bin der Schlüsselmeister. Ich höre noch ihn. Draußen. Irgendwo hier. So, mein Guter. Hier liegt ja jetzt nichts weiter, denke ich. Jetzt trinkst du was. Du trinkst aber, wie du es immer machst. Hier, schön. Guck mal, da liegt noch eine Wurst mit im Wasser. Hast du die Wurst mit reingezutscht? Die war so schön cremig. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Oh weh, du bist so durch. Du bist entweder assi oder eklig oder einfach nur frech und beleidigend. Was ist denn mit dir? Hä? Hä? Was war denn das? Achso. Weißt du was? Wir machen uns jetzt hier die Pizza. Die hast du dir verdient. Pfannkuchen. Ich mag ja sowas gar nicht. Aber es ist ja nur ein Spiel. Komm. Auch wenn ich schon dran denke, gell? Pfui, Deibel. Sowas Ekliges. Ich mag sowas nicht. Als Kind, ja. Mittlerweile komme ich an sowas nicht mehr ran. Guck mal, was du als Kind gegessen hast. Hier.
Wie heißt denn das? Diese Knödel mit Heidelbeeren und Milchreis und Kartoffelpuffer und Friedeibel. Ekelhaft. Komm ich nicht mehr an. Es schmeckt mir wirklich einfach nicht. Nicht weil es süß ist, sondern allgemein. Boah. Mach mal an. Komm, wir machen. Nee, das verbrennt doch gleich. Das kannst du so essen. Oh. Stopp's mal in die Fresse. Stopp's, nee. Schnell! Die Zombies wollen dir das klauen! Friss doch mal schneller. Sehr gut. Bist ja das rafft, gell? Nö. Da will er wieder einen auf Edelmann machen. Gabel zur Seite. Nee, Messer zur Seite legen. Gabel in die andere Hand. Das 1 cm Stück aufspießen. Und dann? Taschentuch falten. Ganz genau zur Seite legen. Jetzt darf ich das nächste 1 cm Stück abschneiden. So will der am liebsten essen. Meine Fresse, du bist ja unter Zombie-Apokalypse. Da kannst du nicht ihn auf König machen. Verstehst du das? Gib mir die Marmelade her. Jetzt isst du hier die Erdbeeren und du stopfst die dir jetzt. Nein, wie so ein Blödmann. Komm. Egal, ob du aussiehst wie Sau. Schneller. Schneller. Du musst gierig sein. Yeah. Hä? Was ist denn das jetzt? Hallo? Hier, wollte ich gucken? Nee, da ist nichts drin. Ich nehme so einen blöden Aktenkoffer jetzt nicht. Wisst ihr was, mein Guter? Jetzt kannst du ihn rohren. Die schönen Vitamine in die Lunge pumpen. Komm. Einmal raus. Erst gucken, ob hier irgendjemand rumschmiert. Nee. Verstehst du das? Und jetzt schnell, 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 schnell. Schnell. Schnell zu deiner Koche. Oh. Schnell eine Stearine drauf. So. Schnell zum Auto. Und jetzt, mein Guter. Oh, jetzt. Jetzt fängt dein Tag erst an. Moment, so viel Zeit muss sein. Das haust du mal alles. Ey, das ist eine Heulsuse. Weinerlich. Suche menschliche Kontakte. Wie denn? Du Aladdin. Was erzählst denn du mir hier? Du Quatschkopf. Gib mir jetzt so eine Kippe ran. Der arme Mann. Ja. Nimm mal schön die gute Karo. Und jetzt. So schnell raucht der die. Passt auf. Der nimmt die in den Mund. Der zieht und dann. Fertig. So gierig war der jetzt. Der Filter, der zerkrümelt einfach, wenn der fertig ist. Der hat die ganze Zigarette im Körper. Da ist nicht ein bisschen Qualm weggegangen. Der hat das so schnell gesaugt. Da konnte gar kein Qualm entstehen. Der hat die einfach in sich aufgenommen. Die ganze Zigarette. Weil der 800 Jahre nicht geraucht hat. Das ist nicht lustig. Es ist nur die Wahrheit. Der arme Mann. Ey, die einfachen Stopffetzen klatsche ich jetzt hier rein. Oh, wir können auch schön looten. Komm. Das grüne Gebäude würde ich noch machen. Heute knallt es hier nämlich. Moment, mach nicht ganz so schnell. Naja, das sind nämlich schon wieder die ersten Blödmänner. Oh nö. Na gut, mit einer Axt geht das. Wir könnten aber auch versuchen, hinten. Komm. Ey, das sind schon ein paar, gell?
sie da in der Reihe stehen, hä? Wie die Schafe. Na, Willi? Ich schlag dir den Helm, oder? Oder auch nicht. Hey, das ist eine scheiß Axt. Jetzt klappt den um. Prozent Kopfverteidigung. 100%, ja. 100! Nicht 99, nicht 20, nicht 101, genau 100. Da müssen wir ja gar nicht mehr diskutieren. Ich verstehe kein Wort von der Scheiße, die du da quatschst. Ha, mit der Axt fühle ich mich nämlich gut. Verstehst du das? So. Oh, nur Weiber. Jetzt knallt's hier nämlich. Aus der Bahn, jetzt komme ich. Oh, da war eine Puppi. Die will ich haben. Ah, daneben. Du kannst nix. Ey, nee, warte. Das ist die Roswitha. Die hat mich voll erwischt. Hier. Die hat mich voll erwischt und zugebissen. Aber sie hatte ihre Tritten nicht drin. Von daher ist die einfach nur abgeschmiert. Haum. Haum. Verstehst du? Der alte Roswitha, ja, die hat die immer vergessen. Die hast du immer ohne Zähne gesehen. Immer. Wo sind die Puppi? Die will ich mitnehmen. Hier. Guck mal, das ist doch die Annabelle-Puppe von früher, ne? Die ganz originale. Ah, hier, Waschsalon. Hier ist doch wieder nicht. Hier habe ich noch nie was drin gefunden in dem Waschmittel. Okay. Das siehst du mal, wie random das ist. Ich hatte vorher mal den Loot auf ganz normal oder so. Da habe ich ja nichts gefunden. Jetzt habe ich alles auf sehr selten. Und da finde ich hier haufenweise Zeug. Was ist denn mit dir? Du komisches Spiel. Ein Besen. Macht der Schaden? Ein Besen. Also der wollte Schaden machen. Wenn ich vorne den Rotz abbreche, dann habe ich erstens wie so einen Kampfstab oder einen Speer. Aber solange der Scheiß da vorne dran ist, ist das irgendwie Müll. Hallo? Wo ist denn der Herbert? Oh! Eine Brause nehmen wir mit. Getränke sind wichtig. Ja, Pommes, die sehe ich. Da sehe ich mich. Komm, die essen wir. Hey, warte mal, halten die ewig? Nee, frisch. Dann esse ich sie gleich. Alles was, wir sammeln wirklich nur Konserven und so. Aber bis jetzt schlage ich mich gut, ne? Oder? Wir müssen mal die ganzen Stofffetzen wieder steril machen. Den Topf haben wir ja mit. Jetzt guckst du erstmal hier durch und dann nimmst du den Quatsch mit. Essig, Soßenmischung. Das ist doch nix. Frische Kartoffel. Mal gucken, wie lange sowas hält. Ich nehme es jetzt mal mit. Komm. Dann lassen wir es halt einstecken. Wie lange hält denn sowas? Also sowas könnte ich schon wahnsinnig machen. Rausch mal, das Geklappe. Gell? Geld brauche ich unbedingt jetzt. Unbedingt. Unbedingt. Für den Stripclub, den Weibern in die Schlippi schieben. Hüpf mal hier rüber. Nee, geh außen rum. Komm.
ist denn unser Schutz? Oh, gut. Ja, da geht noch was. Na, guck mal, jetzt friert er nicht mehr durch den Helm, ne? Vitamine. Dann nimmst du schon mal die Stofffetzen mit. Ne, warte mal. Wir haben noch 5. Das bleibt drinne. Die Seife kommt rüber. Der Puppi! Schmutzig. Oh, Marshmallows. Vitamine. Zucker. Kennen wir aus Gamm. Gut. Ich gehe aber lieber mal safe. Und zwar... Obwohl, ich kann doch einfach hier auslocken, oder? Sind wir bei den klassischen 40 Minuten. Ich mache da keine Stunde mehr. Weil ich will jetzt unbedingt Borderlands 2 weiter spielen. Ich will das jetzt durchziehen. Die nächste Zeit mit allen DLCs. Vielleicht mir den zweiten Schwierigkeitsgrad noch angucken. Oder dann halt ohne Aufnahme weiterspielen. Und dann mit, auf jeden Fall nämlich mit der 3 starten. Das muss sein. Ich bin total abgefuckt auf so eine Looter-Shooter-Scheiße zurzeit. Gut, reicht das mal bis hierhin. Noch einen Schluck Kaffee. Da kann ja nicht hier. Oh. Gut. Also, alles klar. Nächste Folge fahren wir einfach mal hier in das Industriegebiet rein. Und dann suche ich mir eine Basis. Das sagt er seit... Welche Folge sind wir? Das sagt er seit 100 Folgen. Ja, wie Quatsch. Ich hatte hier noch nie eine Basis. Obwohl, das Auto ist eine mobile Basis, oder? Siehst du? Ich darf bloß nicht wieder irgendwo anecken. Gut, reicht. Tschüss.